Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um die Putt Basics gehen, wie wir mit wirklich einfachen Tipps mehr Putts lochen. Und dafür habe ich, deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr bis zum Ende bleibt, eine super simple Übung dabei, die ihr zu Hause auf der Puttmatte oder auch auf dem Puttinggrün nachmachen könnt. Mein Name ist Karl Füllbock, ich bin Golflehrer am Golfclub Hamburg-Holm und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim kommenden Video. Um möglichst viele Putts zu lochen, brauchen wir eine gute Steuerung der Schwungbahn und eine stabile Schlagflächenkontrolle. Und um das zu verlangen, gehen wir jetzt einmal ein paar Checkpunkte durch. Als erstes schauen wir uns die Checkpunkte aus der Face-On-Perspektive an. Und zwar möchte ich, dass wir einen circa hüftbreiten Stand haben. Die zweite Sache, die aus dieser Perspektive wichtig ist, dass die Ballposition ungefähr unter dem linken Auge ist, und um das richtig hinzubekommen, können wir einfach einen Ball nehmen, unter dem linken Auge platzieren und ihn jetzt runterfallen lassen. Da, wo der Ball aufkommt, sollte jetzt meine Ballposition sein. Das heißt, jetzt ist meine Ballposition ziemlich genau unter meinem linken Auge. Der dritte und letzte wichtige Checkpunkt aus der vorderen Perspektive ist, dass meine Ellbogen nicht zu weit auseinander stehen. Ganz häufig sehe ich das, dass die Ellbogen relativ weit auseinander stehen. Ich hätte aber gern, dass die Ellbogen eher nach innen geneigt sind. Das heißt, die Ellenbogenbeugen zeigen leicht nach vorne. Das heißt, Ellenbogenbeugen zusammen, Auge unterm linken Ball und mein Stand sollte ungefähr hüftbreit sein. Wenn wir diese Punkte aus der vorderen Perspektive machen, dann sind wir ganz gut aufgestellt. Wenn wir jetzt aus der Down-the-Line-Perspektive das Ganze betrachten, dann müssen wir als erstes über den Putt-Griff stellen. Und zwar wollen wir nicht wie beim langen Spiel den Schläger greifen. Da greifen wir eher in den Fingern. Ja? Und dadurch haben wir immer zwischen dem Unterarm und dem Schlägerschaft hier einen Winkel. Beim Putten wollen wir allerdings seitlicher greifen. Der Schläger verläuft somit eher durch die Hand. Das wäre fürs lange Spiel, jetzt bin ich in den Fingern. Und jetzt verläuft der Kontaktpunkt mit der Hand eher durch die Hand. Dadurch entsteht zwischen meinem Puttergriff und meinem Unterarm eher eine Linie. Ja? Das ist nachher wichtig, einmal um passive Handgelenke zu haben, kommen wir gleich noch zu, und auch um die Schwungbahn einfacher kontrollieren zu können. Meine rechte Hand wird jetzt einfach seitlich hier an den Schlägergriff gelegt und der Daumen liegt auf dem Griff drauf. Die zweite Sache, die jetzt aus der Down-the-Line-Perspektive wichtig ist, ist, dass der Nacken eher oder das Kinn leicht nach unten geneigt ist. Ja? Das heißt, wenn ich meinen Schläger hier hinlege, dann ist er auf meinem Hinterkopf und meinem Rücken kann ich den Schläger ganz gut ablegen. Häufig sehe ich, dass man viel zu sehr mit dem Kopf nach oben geneigt ist. Und wenn man den Kopf dann nach links neigt zum Loch, dann ist häufig die Wahrnehmung gestört. Das heißt, im Setup können wir gleich auf Nummer sicher gehen, dass ich meinen Kopf ein kleines bisschen nach unten neige. Und wenn ich jetzt nach links schaue, dann kann ich die Linie zum Loch ein bisschen besser wahrnehmen. Kommen wir jetzt zur Bewegung. Was ist da wichtig? Eingangs hatte ich ja schon kurz gesagt, dass wenn wir jetzt die guten Fundamentals haben, dass es jetzt wichtig ist, dass meine Handgelenke eher nichts machen während der Bewegung. Das heißt, wenn ich jetzt hier, ich sag mal, hin und her pendel, wie wir das üben können, komme ich gleich dazu, dann seht ihr, dass meine Handgelenke nichts machen und auch meine Hüfte ist komplett passiv. Ja? Und mit diesem Schlägergriff oder mit dem Griff, den ich euch gerade gezeigt habe, ist das Ganze auch einfacher, dass die Handgelenke jetzt während der Bewegung ruhig bleiben. Wie soll sich jetzt die Schulter bewegen? Denn die Schulter ist jetzt der Motor für einen guten Putt. Ja? Und zwar gibt es da eine wirklich einfache Übung, die die richtige Schulterbewegung ziemlich leicht erlernen lässt. Und zwar ist die richtige Schulterbewegung eine Mischung aus einer Drehung, ja, und einer Kippung. Ja, das heißt, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und diese Bewegung mache, dann sehen wir, dass meine Schulter sich ein kleines bisschen, ich sage einmal, hin und her kippt. Und um das Ganze richtig zu erlernen, nehmen wir uns hier einmal einen Schläger, ein Tourstick geht auch, und diesen Schläger klemme ich einmal an
meine Unterarme, eigentlich da, wo mein Trizeps ist. Jetzt greife ich meinen Schläger, ganz normal, wie ich es eben auch hatte, und jetzt schaue ich einmal, dass ich diesen Schläger während der Bewegung nicht verliere. Das heißt, ich bewege jetzt nur meine Schultern und ihr seht, wie mein Kopf auf der gleichen Höhe bleibt, aber erst im Aufschwung mein Griffende ein kleines bisschen nach unten geht und jetzt im Durchschwung mein Griffende eher ein kleines bisschen nach oben geht. Ja? Und das ist genau die richtige Bewegung, wie wir sie haben möchten. Das heißt, ich stelle mich hier hin, mache diese Bewegung und schaue dabei einfach nur darauf, dass jetzt meine Handgelenke nichts machen und meine Schultern die richtige Mischung aus Kippen und Drehen haben. Wenn ich das Ganze mache, ich kann so auch Bälle schlagen, dann habe ich eine ziemlich ruhige Schlagflächenbewegung und mein Schläger bewegt sich im Ausholen ganz leicht nach innen. Also ein kleiner Bogen wird, in einem kleinen Bogen bewegt sich mein Patterkopf. Am Ball ist er wieder gerade und im Durchschwung bewegt sich mein Patter wieder ein kleines bisschen nach innen. Dabei verdreht sich aber meine Schlagfläche überhaupt nicht. Das heißt, meine Schlagfläche bleibt die ganze Zeit sogenannt square zu dem Arc. Das ist ein bisschen komplizierter und daran müssen wir jetzt gar nicht denken, sondern wir müssen einfach nur diese Übung machen. Oder wir können einfach nur diese Übung machen. Und jetzt schaue ich, dass ich mein Setup richtig einnehme. Wir wiederholen das Ganze natürlich gleich nochmal. Ich stelle mich jetzt hier hin und versuche jetzt ohne meine Handgelenke einzusetzen, nur aus dieser Schulterbewegung heraus den Ball ins Loch zu bekommen. Der war knapp daneben, aber hier im Tee Golf Palma sind auch auf dem Übungsgrün keine Löcher, sondern nur sind die Flaggen in die Erde gesteckt und ja, dadurch ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Dieses Gefühl, was ich jetzt gerade mit meinem Schläger mir erarbeitet habe, das versuche ich jetzt auch ohne Schläger. Und damit, wenn man dieses Gefühl oder wenn man jetzt auf dem Platz steht, hat man ja nicht immer unbedingt einen zweiten Schläger dabei oder darf man nicht unbedingt einen zweiten Schläger nehmen. Was man aber machen kann, ist, kurz bevor man puttet, die Ellenbogen beugen zusammen, Daumen nach außen und jetzt versuchen wir wieder diese Mischung aus Dreh- und Kippbewegung zu erzeugen und auch das gibt mir ein ganz gutes Gefühl. Mal schauen, ob ich jetzt in der Lage bin, das Loch, dieses kleinere Loch sozusagen, diesen kleineren Stab zu treffen. Ich stelle mich wieder hin, habe dieses Gefühl, was ich gerade aufgebaut habe und versuche jetzt meinen Ball gegen den Fahnenstock rollen zu lassen. Diesmal habe ich das Ding getroffen und der würde natürlich auch, wenn da jetzt ein größeres Loch wäre, hereingehen. Kommen wir einmal zur Zusammenfassung. Heute wollen wir natürlich nur die wichtigsten Dinge beim Putten besprechen. Wir wollen es einfach machen, simpel halten. Ja? Und da kommen wir zu den Setup-Sachen, die wichtig waren. Wir haben gesagt, hüftbreiter Stand, mein Auge ist unter meinem linken Auge und die Ellenbogen sollen eher dicht zusammen sein. Aus der Down-the-Line-Perspektive hatten wir gesagt, der Schläger soll durch die Hand verlaufen, der Griff soll ungefähr mit dem Unterarm in einer Linie sein und der Nacken soll leicht nach unten gelegt werden. Von der Bewegung hatten wir gesagt, die Bewegung kommt nicht aus den Handgelenken. Das heißt, wir wollen weder ein Rollen noch irgendwie ein Klappen hier herstellen, sondern es soll einfach nur so sein, dass die Schulter ein wenig eine Mischung aus einer Drehung und aus einer Kippung ist. Das heißt, so eine kleine entspannte Bewegung, die konnten wir ganz gut fühlen, wenn wir die Ellbogen hier zusammennehmen und diese Mischung aus Drehen und Kippung herstellen. Oder wenn wir hier einen Tourstick oder hier wie eben hier einen Schläger nehmen und dann diese Bewegung wirklich spüren. Das heißt, dieses kleine, ich sag mal, hin und her Pendeln der Schulter, obwohl der Kopf doch eher dabei auf einer Höhe bleibt. Ja? Und das war's dann auch schon. Wir wollen das Ganze simpel halten. Probiert diese Sachen aus. Könnt ihr auch zu Hause auf der Puttmatte nachmachen. Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, wie das Ganze geklappt hat. Und jetzt wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß beim Üben. Bis bald.